Die Krise ist aus, eröffnet. Ich bin einmal weg. Moment! Ich brauche meinen Nacho-Salat. Hasta la vista! Baby! Hallo und herzlich willkommen zu Yamtamtam. Ein kleines Assoziationsrätsel für euch. Sommer, Sonne, richtig grillen. Jetzt habe ich noch eins für euch. Sommer, Sonne, richtig Schichtsalat. Und zwar in lecker. Das machen wir heute. Viele geile Schichten durchgehen auf dem Teller. Ideal für eure Grillsaison. Mega einfach, mega lecker. Lasst uns loslegen. Ich hole ein Brettchen. Und wir holen uns auch schon mal eine Pfanne. Dun, 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 dun. Zack, das heizen wir auch schon mal an. Und schneiden Zwiebel und Knoblauch. Das ist die Basis für unsere erste Schicht. Das wird eine Hackschicht mit so ein bisschen Paprika-Flavor, so ein bisschen Tex-Mex. Das passt gut zu den Nachos. Und das Schöne an Schichtsalat, also wenn ihr euch jetzt fragt, was ist eigentlich ein Schichtsalat? Naja, der Name sagt schon, wir haben mehrere Schichten und die vereinen so auch mehrere Strukturen. Wir haben so eine Hackschicht, wir haben Gemüse, wir haben Nachos, wir haben Creme, wir haben Käse. Und das vereint sich dann zu einer wundervollen Masse in unserem Mund mit ganz vielen Gewürzen. Es macht mega Bock und es ist wirklich super einfach. Also ja, nicht kompliziertes. So, erstmal noch Zwiebel schälen. Fein. Bevor wir hier hacken, ein Schluss Olivenöl. Und dann kommt da gleich nochmal das Hack dazu. Und wir würfeln Zwiebeln und Knoblauch fein. Und wenn ihr euch fragt, Felix, wie kannst du das schneiden, ohne dass du weinst? Weil wir mal ein Zwiebel-Hack-Video gemacht haben und ich bin einfach immun zu Zwiebelsaft. Natürlich, das ist die einzige Wahrheit. Und wenn ihr dieses Video noch nicht kennt, dann könnt ihr jetzt hier aufs i klicken und dann kommt ihr direkt zu unseren besten Zwiebel-Tipps. Hack geht in die Pfanne. Ui. Jawollo. So, jetzt lassen wir mal kurz in Ruhe und schnibbeln hier weiter. Jetzt noch Knobi klein. Wenden wir hier mal die Geschichte. Puh. Dann hauen wir jetzt unseren geschnittenen Zwiebeln und Knobi da dazu. Zack. Durchmengen und das lassen wir mal kurz ein bisschen dünsten. In der Zwischenzeit schnibbeln wir einfach schon ein bisschen weiter. So. Das haben wir schon mal vorbereitet. Zu unserem Hack kommt etwas Tomatenmark. Denn jeder, der Tomaten mag, mag Tomatenmark. Tut mir leid. Wirklich, es tut mir ein bisschen leid. 1, 2, 3. Ja. Ab geht die Post. Dazu ein bisschen Wasser. Gulp, 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 gulp. Und das könnt ihr einfach aus dem Wasserhahn nehmen. Hui. Weil wir wollen ja ein Süßchen. Würzen kann man das Ganze auch schon mal. Das heißt, da kommt rein Salz, Pfeffer. Dazu kommt jetzt noch etwas Chili für ein bisschen Heat. Könnt ihr aber auch weglassen. Ihr könnt es aber noch viel schärfer machen, wie ihr möchtet. Ja? Etwas Paprikapulver. Etwas Oregano. Und müssen wir jetzt gucken, wo haben wir dich? Kreuzkümmel, hallo, Kreuzkümmel. Da ist der Kreuzkümmel, da hat er sich versteckt. Und jetzt gut vermengen. So, das Ganze können wir schon mal vom Herd bewegen. Darf ein bisschen abkühlen und sich noch vollziehen, damit es eine richtig schöne Sauze ist. Na? Es geht weiter. Schicht 1 ist fertig. Wir machen uns jetzt eine schöne Salzersoße. Knobi habe ich dafür ja schon geschnitten. Kann da rein. Dann eine rote Zwiebel. Ah, rote Zwiebel. Wunderschön. Und sehr, sehr lecker. Und sehr scharf. Und jetzt würfeln wir die auch fein. Und während ich das mache, verrate ich euch natürlich auch noch ein kleines Geheimnis, weil ihr seid ja nur hier wegen Geheimnissen. Also, so ein Schichtsalat. Schon sehr geil zum Grillen. Wirklich sehr gut. Kann man mitnehmen. Hält sich auch lange. Hat viele, viele Abende in meiner Jugend überlebt, ob ich das dabei hatte. Aber ihr könnt ihn auch einfach so machen.
oder abends auf eine Party mitnehmen, weil es ein Hit. Es lohnt sich immer. Alle sind immer erstmal, du hast einen Schichtsalat mitgebracht und alle sind dann später, du hast einen Schichtsalat mitgebracht. Und später dann, wenn du einsam und alleine am Feuer sitzt, alles ist gegrillt, es ist nichts mehr da, dann kommt der Schichtsalat und er ist für dich da. Das war da auf da gereimt. Das war jetzt nicht so besonders gut, aber ihr versteht die Message. Esst mehr Schichtsalat, Leute. Bilden mit Felix. Und das Schöne ist, beim Schichtsalat, man kann auch die ganz großen Schüsseln damit füllen. Die ganz, ganz großen. Zwiebeln gehen auch in die Schüssel. Bäm. Vielleicht habt ihr schon bemerkt, wo die Reise bei dieser Schüssel hingeht. Richtig, es ist Salsa. Deswegen schneiden wir jetzt noch ein paar Tomätchen. Die Tomaten sind natürlich schon gewaschen. Und die würfeln wir jetzt auch fein. So fein, wie ihr das natürlich könnt. Ja, darf auch ein bisschen grober. Und die letzte. Schnipp. Schnapp. Und auch die gehen in die Schüssel. Zack. Geil. Lecker. Liebe ich ja. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Dann hacken wir ein bisschen Koriander. Ihr könnt natürlich auch Petersilie nehmen, wenn ihr keinen Koriander mögt. Ich mag Koriander. Deswegen kommt da ordentlich rein. Hauptsache ein bisschen Party im Mund. Ja, auch hier dazu. Dann kommt dazu ein Schlückchen Olivenöl. Zack. Außerdem, ihr wisst schon, Pfeffer und Salz. Oh ja, das sind die schönen Momente im Leben. Ah, super. Okay. Auf die Seite. Kann er erstmal vor sich hinziehen. Ich mach mal ganz kurz hier sauber und dann geht's weiter in die nächste Runde. Zack. Es geht weiter mit dem nächsten Schichtchen und zwar einem Dippchen aus saurer Sahne. Die kommt hier einfach schön fein in die Schüssel. Und noch eine. Da rein kommt jetzt der Abrieb einer unbehandelten Limette. Dann darf dazu auch ein bisschen vom Saft. Zack. Aha. Andere Hälfte auch. Wenn ihr es ein bisschen weniger zitrusintensiv haben wollt, nehmt halt nur eine Hälfte. Dann darf da natürlich nicht fehlen ein bisschen Salz. Ja, ihr kennt die Chose. Pfeffer. Und wieder wurde eine Schicht fertiggestellt. Da war die Seide. Jetzt gehen wir langsam auf die Zielgerade zu. Schon mit einer Reibe. Und reibe etwas Cheddar Cheese. Auch bekannt unter Cheddar Käse. Aber Felix, ich habe keinen Cheddar daheim. Ja, dann nimm halt, was du daheim hast. Und damit es keine Erschütterungen in der Macht gibt und keine Drohanrufe in der Nacht von Feli, nur für sie. Ha! Lieblingsmoment. Schön. Drehen wir das mal kurz hier ein bisschen zur Seite. Ups. Wir schnibbeln jetzt den Salat klein. Den müssen wir noch mal kurz waschen, aber auch. Pitsch, patsch, pitsch, patsch, pitsch. So. Und schnibbeln jetzt nach und nach hier alle klein. Stellen wir mal an die Seite. Holen uns ein neues Brettchen und wenn wir eh auf dem Weg dahinter sind, gießen wir schon mal unser Mais und unsere Kidneybohnen ab. Fangen wir an. Mais. Und auch hier in ein Schüsselchen. Plack. Fehlt nur noch etwas Avocado. Plack. Jawohl. So, zack. Und jetzt würfeln wir die Avocado. Dann etwas Limette. A für den Geschmack. B, damit die Avocado nicht braun wird. Ihr wisst's ja. Und etwas Salz. Fein. Jetzt räume ich einmal kurz auf und dann darf geschichtet werden. Wir haben alles zusammen. Es darf geschichtet werden. Wir fangen an mit der Hacktomatenmischung ganz nach unten. Ich hole mir, glaube ich, gleich einen anderen Löffel, damit ich das schneller schichten kann. Klack, rein. Erstmal alles rein. So. Den Rest könnt ihr natürlich auch einfach so naschen. Als nächstes
Mais. Hui. Nächste Runde. Kidneybohnen. Lalilala. Bohnen am Stissel. Weiter geht's mit Avocado. Avocado. Muss ich vorher noch mal ein bisschen auseinanderfriemeln hier. Next. Tomate Salsa. Ab geht die Post. So, zack, zack, zack. So, damit ihr die Schichten auch ganz nah seht. Jawohl, ja. Weiter geht's. Salätchen. Langsam wird die Schüssel auch hier voll. Ja. Dann kommt unser Cheddar. Das wird ein Spaß. Ein richtiger Hit. Jetzt darf die Sour Cream dazu. Ui. Und da wir jetzt schon kurz vorm Servieren sind, dürfen jetzt die Tortilla Chips auch mitspielen. Und damit wir hier nicht ganze Nachos drauf haben, mal so ein bisschen klein. Das soll schon noch so ein bisschen crunchen. So. Reicht. Kurz aufkauen. Perfekt. Kurz aufräumen und dann darf ich auch naschen. 1, 2, 3, 4, Schichtsalat auf den Teller. Ab geht's. Jetzt versuchen wir wirklich auch, ja, alle Schichten rauszuholen. Das heißt, einmal ordentlich rein, reingestippt. Oh, so. Der erste Stich ist immer der, der am meisten Sauerei macht. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn das vielleicht jetzt ein bisschen saurig wird. Aber so muss das auch, ja. Am besten wird der Schichtsalat, wenn man ihn noch so eine Runde im Kühlschrank stehen lässt. Aber wir sind gierig. Wir wollen alles. So, ich glaube, ich habe von jeder Schicht was. Und jetzt kann man hier einfach reingehen. Ich brauche auf jeden Fall was von den Nachos. Da habe ich richtig Bock drauf. Das Geile am Schichtsalat ist, man hat echt so alle möglichen Strukturen im Mund. Man hat was Knuspriges, was Cremiges, was Weiches, was Härteres, was Scharfes, was Würziges, was Geiles. Kommt einfach alles zusammen. Es ist mega einfach, es ist mega lecker und hält sich auch super gut. Ideal also für jede Grillparty. Also macht das gerne daheim nach und schreibt uns, wie es euch geschmeckt hat. Und wenn ihr noch mehr Nacho-Rezepte haben wollt, dann kommt jetzt hier zu Nachos Deluxe und zu Nachos vom Grill. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns auch das nächste Mal wieder. Bis dahin,